Mein Wunsch wäre gewesen, so eine Strandbar zu haben. Es ist halt eine Ehre für mich, mit den Jungs auf dem Feld zu stehen. Das Ding ist drin! Wir gehen in die Verlängerung! Am Ende ist die WM im Sack. Mein Wunsch wäre gewesen, so eine Strandbar zu haben. Das wäre ganz geil. Ich wäre irgendwas wahrscheinlich irgendwo in die Bürorichtung gegangen, wobei ich den Beruf Polizist auch sehr interessant fand, weil er, denke ich, sehr viele Facetten hat. Ich habe studiert in Amerika, in New York. Sagen wir mal, ich hätte einfach nur den Bachelor dort gemacht und hätte nicht weiter Basketball gespielt, wäre ich wahrscheinlich jetzt irgendwie Trader oder irgendwie irgendwas im finanziellen Bereich in New York, in Manhattan. Alle meine Freunde, die halt in der Basketballmannschaft waren, haben das dann gemacht. Oh. Schicker Anzug, Fliege, passt. Vielleicht Immobilienmakler, was weiß ich, irgendwie sowas. Also das könnte ich mir vorstellen. Also viele von meinen Freunden sind irgendwie nach Südamerika erstmal für ein Jahr gegangen und haben da Work and Travel gemacht oder sind irgendwie anderweitig unterwegs gewesen. Ich glaube, das wäre erstmal so Schritt 1 gewesen. Viele haben jetzt irgendwie kleine Online-Business aufgemacht und sind eigentlich so ortsunabhängig, was ich ganz cool finde. Ich weiß auf jeden Fall, ich hätte bestimmt irgendwas in eine kreative Richtung gemacht, glaube ich, wo man sich kreativ ein bisschen ausleben kann. Ich glaube, ich wäre so einer gewesen, der vielleicht irgendwas erst mit Naturwissenschaften studiert hätte und dann gemerkt hätte, dass es vielleicht ein bisschen zu trocken ist. Ich hätte wahrscheinlich ein normales Studienleben. Was hätte ich studiert? Auch, denke ich, was mit Sport, Sportwissenschaften vielleicht. Vielleicht wäre ich auch in den Bereich Physiotherapie, Osteopathie. Das finde ich ja heute sehr interessant auch. Vielleicht wäre ich da reingegangen. Ich wollte früher mal Sportlehrer werden. Aber das hat sich dann auch relativ schnell verworfen. Für mich war schon sehr früh klar, dass ich Basketballprofi sein möchte. Mein großer Bruder war damals mein Vorbild. Und deshalb war mit 8 schon klar, dass ich den Weg vorangehen soll. Innenarchitekt finde ich immer ganz cool. Architekt im Allgemeinen. Ich mag Mathe. Also Mathe war eigentlich immer so mein bestes Fach in der Schule. Ich habe mit 16 noch ein Praktikum gemacht als Kfz-Mechatroniker. Von daher wäre das wahrscheinlich am ehesten geworden. Okay. Taktisch okay. Jetzt hier am Ende nochmal. Ja, das ist die Pick'n'Roll, wenn wir 2 im Rücken haben. Diese Situation will ich richtig haben. Wir kriegen das so viel morgen. Mach mal Pick'n'Roll und ihr 2 im Rücken. Ja, redet miteinander. Gab keinen freien Wurf geben auf der Weak Side. Keine freien Würfe. Bleib über ihm, Dennis. Gut. Genau. Gut so. Gut, gut, gut. Gut so. Bravo. Gut. Eto. Gut. Gut. Hey, bravo. Zu viel, Nils, ja? Zu viel. Zu viel. Gut. Gut. Nice. Hey, das ist der Mann. Das ist der Mann. Gut so. Ja, das ist der Mann. Okay, 1 Minute. Lass uns in die erste Offense von der Seite Flash laufen.
damit wir das nochmal wiederholen. Das haben wir ein paar Mal nicht gut gelaufen in Hamburg. Ja? Helf ihm, helf ihm. Gut, gut, Maxi, gute Hände. Gut, gut so, gut, gut so. Oh. Schöner Pass. Jetzt lass uns konzentrieren auf uns. 2-3. Deutschland. Tallinn ist ein wunderschönes Städtchen. Die Hauptstadt präsentiert sich wunderbar auch für die Deutschen. Doch die bekommen von der Historie, von den Leuten ganz, ganz wenig mit. Die deutsche Nationalmannschaft ist hochkonzentriert auf ihr Spiel gegen die Esten. Sie wollen unbedingt gewinnen. Sie wollen ihrer Favoritenrolle gerecht werden. Ich weiß, dass die Mannschaft sehr fokussiert ist. Jetzt kommen die zwei Spiele, wo es drauf ankommt, ist klar. Ja, dass ich halt dabei sein kann, wieder, ist halt eine Ehre für mich, mit den Jungs auf dem Feld zu stehen und natürlich für die Quali zu kämpfen. Und die nächsten zwei Spiele sind Pflichtsiege und die müssen wir natürlich auch so angehen. Jetzt sind Sie bestens informiert. Der Blick in die Gesichter, alle sind hochkonzentriert dabei, nehmen die Aufgabe gegen die Esten sehr, sehr ernst. Auftakt für die deutsche Nationalmannschaft in die zweite Qualifikationsrunde zur Basketball-WM in Tallinn in Estland. Dennis Schröder und seine Jungs, der große Favorit. Bisher 6 Spiele, 6 Siege. Die Esten mit nur 2 Siegen in 6 Spielen in Weiß. Und Maxi Kleber räumt gleich mal ab. Klasse Defensivvorstellung. Deutschland von Beginn an konzentriert mit einem gut aufgelegten Dennis Schröder. Wieder der NBA-Profi. Schröder mit Übersicht. Schröder mit Tempo und Schröder mit dem Pass. Mike Zirbes. Der Ex-Münchner mit einer ganz starken Anfangsphase, sehr konzentriert. Die Esten mit Schwierigkeiten zu Punkten zu kommen. Da musste sich schon mal so durchsetzen. Der 19-jährige Sander Reiste. 10 Punkte Vorsprung für Deutschland und Zirbes. Offensiv gerade richtig gut aufgelegt. 8 Punkte für ihn in dieser Anfangsphase. Tiet Sock, der Trainer, der Gastgeber, frustriert. Rein ins zweite Viertel. Danilo Bartel mit Foul. Trotzdem die Punkte. Setzt sich da gut durch. Deutschland überlegen körperlich, aber auch eben von der Klasse her. Die Esten ein Team im Umbruch und das merkte man dieser jungen Mannschaft an. Wieder Schröder, diesmal Nils Giffey, der Empfänger einer seiner Assists. Akpina. Dennis Schröder auf Maxi Kleber. So hatte der Coach das in der Auszeit aufgemalt und seine Truppe setzt es perfekt um. Henrik Rödel konnte zufrieden sein mit dieser konzentriert aufspielenden deutschen Nationalmannschaft. Rein in die zweite Hälfte. Deutschland führt mit 51 zu 24 und sie zaubern wieder Schröder auf Mike Zirbes. Der Pass durch die Beine, durch 2 Mann durch und Zirbes mit dem richtigen Abschluss. Am Ende 12 Punkte für den Center. In diesem dritten Viertel die Deutschen trotz hoher Führung sehr, sehr konzentriert. Defensiv ließen sie nicht zu, erlaubten den Gastgebern nur 6 Punkte, erzielten selber 24. Und immer wieder Dennis Schröder, Topscorer der deutschen Nationalmannschaft am Ende mit 18 Punkten. Dazu 10 Assists und 6 Rebounds. Erst im vierten Viertel ließ die Konzentration so ein bisschen nach. Die Esten kamen zu leichten Punkten. Karim Jallo durfte auch noch mal ran. Das sind seine einzigen Punkte gewesen. Ein verdienter Erfolg für die Mannschaft von Henrik Rödel. Auch in dieser Höhe mit 86 zu 43. Sie haben ihren offensiven Rhythmus gefunden, sind bereit für das Spiel am Sonntag gegen Israel.
mein Leben. Ich meine, ich habe viele Sportarten gemacht früher, aber Basketball ist halt einfach der, der kleben geblieben ist. Und ich hatte halt einen Coach, der mich halt wirklich jeden Tag hart rangenommen hat, halt wirklich wollte, dass ich besser werde. Basketball ist meine ganz große Leidenschaft, also meine Liebe. Nichts macht mich glücklicher, nichts macht mich trauriger. Also Basketball ist mein Leben. Das ist mein Beruf, meine Leidenschaft, von daher sehr, sehr großer Teil. Natürlich nach der Familie. Familie hat oberste Priorität, aber danach kommt schon Basketball. Das Schöne ist, dass es mir immer noch Spaß macht. Also es gibt, glaube ich, viele Spieler, die irgendwann das als ihre Pflicht und Beruf sehen. Aber für mich ist es immer noch Spaß und mir macht es Spaß zu trainieren, mir macht es Spaß zu spielen. Also Spaß und Beruf in einem für mich. War schon immer. Hat mir mega viele Türen geöffnet, tut es auch immer noch. Das war als Kind schon immer mein Hobby. Und ich konnte mir auch als Kind nie wirklich was anderes vorstellen, als Basketball zu spielen. Das ist der Sport, den ich liebe. Ich freue mich unglaublich, dass ich den spielen kann. Und vor allem so erfolgreich und so hochklassig. Ja, also ich wüsste nicht, was ich ohne Basketball machen würde. Ich bin aber auch natürlich zu Hause, wenn ich nicht selber trainiere oder spiele, und schaue mir gerne Spiele an, auch bei Telekom. Aber insgesamt ist es natürlich meine Leidenschaft. Die andere Hälfte meines Lebens gehört der Familie und meinen Freunden. Manchmal denkst du dir, okay, ich komme jetzt vom Auswärtsspiel und bin einen Tag zu Hause und dann gehe ich wieder auf ein Auswärtsspiel. Das sind so, glaube ich, die Sachen, die einen am meisten nerven. Aber für die ganzen schönen Momente nimmt man das gerne in Kauf. Ja, es hat mich mein Leben lang begleitet. Es hat mir wahnsinnig viel Struktur, Disziplin und Erfüllung gegeben im Leben. Wie kann es schöner enden, als wenn Hobby zum Beruf wird? Ja, aber ich habe nach wie vor jeden Tag Spaß daran und das ist das, was schön ist. Qualifikationsspiel 8 für Dennis Schröder und die deutsche Nationalmannschaft. In Leipzig war man gefordert gegen Israel, wollte den 8. Sieg im 8. Spiel einfahren und damit vorzeitig das Ticket für die WM im kommenden Jahr in China lösen. Henrik Rödl und Co. durchaus angespannt vor diesem Spiel gegen die Israelis in den blauen Trikots. Und die Gäste erwischten auch einen sehr, sehr guten Start mit Itai Segev. Der machte 8 Punkte im ersten Viertel. Israel unter der Woche noch knapp gegen Georgien verloren, zeigte sich sehr, sehr gut aufgelegt. Bei den Deutschen galt das auch für den Rückkehrer. Der Kapitän war wieder mit an Bord. Robin Benzing, vor 2 Wochen abgereist wegen seines Wechsels zu Besiktas, Frank früh in seinen Rhythmus. Und dann gibt es da ja natürlich auch noch den deutschen NBA-Star Dennis Schröder. Die erste Führung hier für die DBB-Auswahl. Einer der wenigen Momente, wo er mal frei zum Korb ziehen konnte. Zweites Viertel. Die Israelis da schon etwas komfortabler in Führung. Jay Cohn mit dem Dreier. 14 Punkte zur Pause vom Big Man. Und Israel lief tatsächlich vorneweg. Deutschland selten mal mit solchen guten Defensivaktionen. Benzing, und das führt dann am Ende über die Zwischenstation Schröder zu den Punkten von Andy Obst. Hier nochmal der schöne Block vom Kapitän und dann geht es ganz schnell und Andy Obst vollendet diesen Fastbreak. Dann trotzdem die erste Halbzeit, alles in allem ein ziemlicher Totalausfall der deutschen Mannschaft. Oded Kartasch und Israel mit 19 Punkten in Leipzig zur Pause in Führung. Deutschland musste reagieren und sie kamen auch, sie versuchten es zumindest. Schröder mit dem Dank, da war der Weg zum Korb ausnahmsweise mal frei, ansonsten häufig versperrt durch die sehr, sehr gut funktionierende israelische Zonenverteidigung. Und dann hatten die auch noch einen sehr, sehr guten Tag von der Dreierlinie erwischt. Tamir Blatt hier mit dem Dreier, Israel und keine Antwort verlegen. Das Schlussviertel, Deutschland kam nochmal, endlich nochmal. Da kam der Run, der Stil von Schröder und da ist Danilo Bartel, der neue Kapitän des FC Bayern, und netzt ein die deutsche Mannschaft plötzlich wieder auf 2 Punkte ran, 6,5 Minuten vor dem Ende dieses Spiels. Wieder die Kombination Schröder auf Bartel und der tankt sich durch. Die Emotionen gibt's oben drauf. Das Publikum war endgültig mit im Boot. Deutschland kam zum Ausgleich. Schröder geht hier einfach mal durch 2 Verteidiger durch und findet Danilo Bartel und der netzt ein trotz Kontakt. Wieder Schröder, der antreibt, der initiiert, findet den Kapitän und Benzing haut den Dreier rein. Benzing am Ende mit 24 Punkten, die Deutschen auf 4 weg. Aber Israel war noch nicht raus. Schröder, letzte Minute, ein bisschen mit dem Kopf durch die Wand. Da ist der Ballverlust und Israel nutzt das eiskalt aus. Der junge Jovel Sussmann bringt die Gäste tatsächlich wieder in Führung. Richtig enge Kiste hinten raus in dieser Partie. Henrik Rödl auch entsprechend angespannt an der Seitenlinie. Und dann eine ganz, ganz kuriose Szene. Israel hat 2 Freiwürfe. Ginat macht
den ersten. Wenn er den zweiten macht, sind es 3 Punkte. Oder er versucht absichtlich zu verwerfen und die Uhr runterlaufen zu lassen. Aber er trifft den Ring nicht bei noch 0,4 Sekunden. Und die haben jetzt plötzlich die Deutschen. Hier sehen wir es nochmal. Er wirft den Freiwurf am Ring vorbei. Und deswegen hat Deutschland noch einen Einwurf und 0,4 Sekunden. Und das nutzen sie. So, Schröder auf Kleber. Die NBA-Kombo zieht und sticht. Overtime. Perfekt ausgeführt, dieses Play. Vorher aufgemalt von Henrik Rödel. Schröder findet Kleber und der bringt den Ball im Korb unter 92-92. Es ging tatsächlich in die Verlängerung. Und da wurde Deutschland dann getragen. Angetrieben auch von Emir. Isi Akpina, 13 Punkte am Ende, 3 von 4 von der Dreierlinie. Und Israel hatte in der Overtime nichts mehr entgegenzusetzen. Zum Abschluss nochmal der Kapitän, der macht den Deckel drauf. Deutschland löst mit sehr, sehr viel Mühe am Ende tatsächlich das WM-Ticket für China. Also müssen ehrlich sein, das Spiel war verloren. Und wir haben riesengroßes Glück gehabt. Anders ist es nicht zu beschreiben. Das war einfach nur Glück für uns, dass er diesen Airball geworfen hat in Freiwurf. Das ist einfach nur Glück gewesen. Wir können damit nicht zufrieden sein, wie wir gespielt haben. Es war eine enttäuschende Leistung von uns. Da sagt er nichts Falsches. Aber ich glaube, beim Basketball ist es so, dass man 40 Minuten oder 45 Minuten lang auf dem Feld stehen muss und 110% geben muss. Und ich glaube, wir haben nicht aufgehört, an uns zu glauben. Und das hat sich dann am Ende ausgezahlt. Ob es jetzt verdient ist oder nicht, wir haben den Sieg. Dramatik pur also in Leipzig. Am Ende schlägt Deutschland Israel nach der Verlängerung mit 112-98. Fährt im 8. Quali-Spiel tatsächlich den 8. Sieg ein, bleibt weiter ungeschlagen und hat damit vorzeitig das Ticket für die WM 2019 in China im kommenden Jahr gelöst. Schönes Anspiel. Schröder auf Kleber. Schön, die ja. NBA Connection wunderbar angespielt. Und Kleber stopft ihn da durch. Schön anzuschauen. Schröder mit dem Heatcheck. Passt. Kann man mal so machen. Für Schröder auf Kleber. Maxi Kleber hat den Alley-oop. Und wie aufgemalt. Und Schröder mit dem Stil. Schröder all the way. Yellow. Der ist drin. Da gibt es in Sachen Geschwindigkeit wenig, was man machen kann. Ja. Wieder Zirbis mit diesem Floater. Der schöne Pass von Schröder durch die Beine auf Mike Zirbis. Und das ist natürlich fantastisch gespielt. Zirbis auf Kleber. Mike Zirbis findet Maxi Kleber da ein paar Etagen weiter oben. Oh, durch die Beine auf Mike Zirbis. Klasse gespielt. Ja, hier ist Schröder. Zack. Und Zirbis auf Nummer sicher. Abbas. Und der Block. Kleber. Muss jetzt ganz schnell gehen und alles wirklich optimal laufen. Das Ding ist gut! Das Ding ist drin! Das Ding ist drin! Schröder auf Kleber! Israel pennt und wir gehen in die Verlängerung! Das gibt's doch nicht! Das gibt es nicht! Schröder, Kleber, klar kam der in der Zeit, das passt, wir gehen in die Verlängerung.
Akpina blockt Kleber frei und da war alles in Ordnung. Dennis Schröder, Deutschland. Bastian Dorit, Deutschland. Mike Zirbes, Deutschland. Andreas Obst, Deutschland. Nils Giffey. Carsten Tadda. İsmet Akpina, Deutschland. Johannes Thiemann. Maxi Kleber, Deutschland. Danilo Bartel. Robin Benzing. Johannes Vogtmann, Deutschland. Wir sind mehr.